Servus Leute, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute ist eigentlich der wärmste Tag des Jahres bis jetzt. Wir haben den 15.05. und es sind draußen wirklich gefühlte 50 Grad. Man geht raus, läuft 3 Schritte und ist schon von Kopf bis Fuß komplett nass geschwitzt. Also ich persönlich, ich bin jemand, der schwitzt abartig schnell und ich hasse das. Im Training wiederum ist es ganz geil. Es gibt einfach ein Gefühl, als wenn man immer warm, wenn man immer mittendrin und das ist wirklich der klare Vorteil gegenüber dem Winter, wo man sich doch echt einpacken muss, um auch in den Satzpausen nicht auszukühlen. Aber gut, ich wollte euch heute ein bisschen ins Training mitnehmen. Das Wichtigste bei so einer Wettkampf-Diät oder beim Aufbau ist natürlich neben der Ernährung ja auch das Training. Und momentan fahre ich eine Kombination aus einem Zweier- und einem Dreier-Split, beziehungsweise ist es nochmal ein bisschen abgeändert. Erste Einheit Oberkörper, zweite Einheit Push, dann die dritte Einheit Unterkörper, Pause, Oberkörper, Unterkörper. Hat einfach den Vorteil, dass ich so viel schwachstellenorientierter trainieren kann. Ja? Ich habe beispielsweise in der ersten Einheit ein Bankdrücken dabei, aber die darauffolgenden Übungen sind doch sehr auf den Rücken fokussiert. An dem zweiten Tag, wie gesagt, die Push-Einheit, da wird ausschließlich die Brust, der Trizeps und die gesamte Push-Muskulatur trainiert. Da ich vor allem im Schulterbereich und am Trizeps, wie ihr letztens im Posing-Update auch gesehen habt, meine Schwachstellen habe. Dann in der Unterkörpereinheit bin ich ein bisschen weg von den Kniebeugen gegangen, weil meine Beine sehr dominant sind, habe mich eher aufs Kreuzheben konzentriert und dass ich einfach dann dort auch mal wieder ein bisschen stärker werde und dem Körper doch trotzdem Ausbleiben der Kniebeugen hohen Belastungen aussetzen kann. Dann ein Tag Pause, dann kommt Oberkörper, Unterkörper und dort ist es dann eigentlich relativ ausgeglichen. Da habe ich dann auch wieder die Kniebeugen ganz leicht dabei und das Oberkörpertraining ist wieder eine Push-Pull-Push-Pull-Übung und dann natürlich die Isolationsübung für Arme und Schulter. Genauer darauf eingehen kann ich dann nochmal in einem separaten Video, falls ihr wollt. Und dann kann ich euch auch wirklich die einzelnen Übungen zeigen, erklären, warum ich die mache, warum ich die in einem bestimmten Wiederholungsbereich ausführe. Und ja, aber das ist dann doch sehr theoretisch, wenn ihr das hören wollt. Bringe ich euch gerne dann zu einem Video, aber dieser Plan ist dann auch nicht für jeden geeignet. Ja, der ist wirklich speziell für mich, für meine Schwachstellen erstellt worden und ja, deswegen würde ich sagen, bringt es euch ein bisschen wenig, aber wenn ihr das wissen wollt, gar kein Problem. Gut, dann bin ich jetzt mal auf dem Weg ins Gym, werde jetzt eine Oberkörpereinheit raushauen. Wie gesagt, dieses Wetter, ihr werdet mich ölen sehen ohne Ende, also macht euch auch was gefasst. Ich habe eben hier noch meinen Shaker aufgefüllt und ich habe jedes Mal, wenn ich den mitnehme, Schiss, dass mir die Flüssigkeit hier ausläuft. Aber ich darf da nicht so paranoid sein. Mir ist es halt schon echt oft passiert, vor allem war da auch mal ein Eiweißshake drin. Der macht sich dann nicht so gut hier in der Tasche, aber was soll man tun? Ich habe hier alles eingepackt, Schuhe sind dabei, der Shaker, wie gesagt, mein Band, Bandagen, Kalk und ja. Ansonsten würde ich sagen, sieht man sich gleich im Gym wieder. So, ich bin jetzt hier im Fitnessstudio angekommen. Fangen ganz klassisch an. Bankdrücken, danach Klimmzüge, anschließend eine Military Press und am Ende dann noch ein Kabelrudern, danach ISOs. Ich sag euch einfach mal nach jedem Satz, wie es so ist. Werde jetzt nicht alles abfilmen, soll einfach nur mal eine kleine Impression sein, wie ich mich auch während dem Training fühle, ja, wie so ein Training überhaupt abläuft, ja, auch mental, sage ich mal, ja. Ich werde mich jetzt warm machen und dann sehen wir uns gleich mit dem ersten Satz vom Bankdrücken wieder. Ich wusste es doch. Gut, wir sind jetzt beim ersten Arbeitssatz hier angekommen und zwar mit 100 Kilo. Hier die andere Seite. Ein Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr euch an schwere Gewichte ranwagt oder irgendwie euch irgendwas in den Kopf setzt und das schaffen müsst, ja, denkt gar nicht daran, wie schwierig es gleich sein wird. Ja, denkt nicht drüber nach, macht es einfach, traut es euch zu, sagt euch selbst, ja, ihr könnt das, ihr müsst das schaffen, ihr werdet es schaffen. Und dann könnt ihr gleich 10% mehr geben und ihr habt diese Blockade einfach nicht mehr im Kopf. Das ist wirklich krass. Also wenn ich jetzt mir Gedanken machen würde, oh, was ist, wenn ich nicht mehr schaffe als letztes Mal, wenn ich jetzt nur 6 statt 7 Wiederholungen schaffe, dann
kann ich euch sagen, ist die Chance ziemlich groß, dass ich nur 6 schaffen werde. Das gleiche gilt auch für das Filmen hier, ja. Wenn ich mir die ganze Zeit Gedanken machen würde, was andere Leute davon halten, dass ich hier in eine Kamera rede. Und na, wenn ich mir Gedanken machen würde, na, was denken die sich jetzt? Dann wird das alles nicht so locker und ja, selbstverständlich überkommen nur ein paar kleine Gedanken, Trainingsgedanken, Lebensweisheiten. Jetzt geht's an den ersten Satz. Nicht steigert. Ja, letzte Woche habe ich auch 6 gemacht. Auch gar nicht schlimm. Die nächsten Sätze, die jetzt noch kommen, mache ich mit 7,5% weniger als mit meinem Topsatz, den ihr gerade gesehen habt. Es waren jetzt 100 Kilo und nach 7,5 weniger 92,5. Dementsprechend schaue ich mal, wie viele Sätze da gehen. Ich mache so lange weiter, bis ich die Wiederholungsanzahl aus meinem ersten Satz nicht mehr schaffe, sprich bis nur noch 5 Wiederholungen im Tank sind. Und dann würde ich sagen, packen wir die Sache an. Jetzt beim vierten Back-Off-Satz, also dem vierten Satz mit 7,5% weniger angekommen und ja, ich denke einmal 6 Wiederholungen gehen noch, danach mal sehen, aber wie gesagt, positiv bleiben, keine Angst haben und immer das Beste von sich erwarten. Geht doch. Wie bereits gesagt, jetzt kommen Klimmzüge. Danach die Military Press. Und am Ende die Kabelrudern. Und die ISOs. Das eigentliche Training ist jetzt gelaufen. Die ISOs sind auch gemacht. Jetzt probiere ich mich hier in dieser Plattform. Und versuche was ganz Artistisches. Ich weiß nicht, die Übung habe ich früher daheim ganz oft gemacht für die Schultermuskulatur. Das ist eine Liegestütz-Variation. Und zwar, ja, ich sag mal, in einem fast schon über Kopf. Ja. Man kann sich natürlich auch an die Wand stellen im Handstand, aber dafür bin ich doch noch ein bisschen zu schwer. Deshalb nutze ich diese leichte Schräge noch aus und probiere mal, ob es funktioniert. Ich wette mit euch, ich werde mich dezent blamieren.
das Ganze überlassen wir dann doch lieber den Freeletics-Leuten. Ich bin wieder zurück. Oh, der Autofokus. Merkt ihr diese Verbesserung durch die neue Kamera? Damals, wenn ich mich dran zurückerinnere, in meinen alten Vlogs, in den ersten 3, 4, 5, Katastrophe. Naja, gut. Wie gesagt, ich bin jetzt hier. Werde jetzt noch was kochen auf jeden Fall. Schön die Kalorien reinbekommen. Danach noch was lernen. Ich muss ranklotzen. Wir haben jetzt noch 6, 7 Wochen bis zu den Prüfungen. Und ja, die Zeit rennt. Gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal.